Ja, moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu einer ganz kurzen YouTube-Problematik, die es schon seit einer Weile gibt. Und ich habe eventuell eine Lösung für euch. Ihr habt vielleicht einen favorisierten YouTuber, den ihr schon sehr, sehr lange verfolgt und bekommt vielleicht schon seit einer Weile nicht jedes Mal, wenn es ein neues Video oder ein Livestream gibt, eine Information von YouTube oder beziehungsweise eine Benachrichtigung und müsst euch Stunden später erst damit begnügen. Ich selber mache sehr viele Livestreams bei Apex Legends zum Beispiel. Also ich habe einen Gaming-Kanal oder zum Beispiel Final Fantasy 7. Infovideos und so weiter. Wer sich da mal ein bisschen auf meinem Kanal umsehen will, der kann das gerne tun, würde ich mich drüber freuen. Zum eigentlichen Sinn, vor kurzem einen Livestream gemacht, der war dann später auch online, den kann man sich dann nachträglich reinziehen. Und ein Abonnent von mir schrieb inhaltlich grob, ich muss mich jetzt mit der Aufzeichnung zufrieden geben, weil ich keine Live-Informationen bekommen habe, was richtig scheiße ist. Und das ist natürlich logischerweise nicht Sinn eines Livestreams. Und es gibt bei YouTube jetzt eine Neuerung, die hatten scheinbar schon länger Probleme mit den Benachrichtigungen. Und das kann jetzt eventuell behoben werden, denn es gibt jetzt drei verschiedene Optionen, die Glocke, die man aktivieren kann, anders einzustellen. Das heißt jetzt nicht, dass bei jedem diese Lösung funktioniert. Es kann auch sein, viele werden nur per E-Mail von ihrem, was weiß ich, von YouTube oder nicht von YouTube, von Yahoo oder web.de, wie sie alle heißen, werden die informiert. Das kann sein, dass es da einfach an eurem Handy liegt, weil das nicht vernünftig aktualisiert. Aber wenn ihr rein von YouTube informiert werdet, habe ich hier eine Lösung, die bei vielen meiner Abonnenten auf jeden Fall schon geklappt hat. Wie genau das aussieht, zeige ich euch jetzt anhand eines Beispiels. Ich zeige euch das hier jetzt mal anhand eines Screenshots von meinem Handy, denn am Handy ist es besser einzustellen. Man kann es natürlich auch auf dem Rechner machen, da sieht das Ganze so aus. Habt ihr hier die Glocke, da seht ihr aber nur die beiden Optionen. Da gibt es einmal die Option, gelegentlich eine Benachrichtigung zu bekommen. Seht ihr hier unten, du erhältst gelegentlich Benachrichtigungen. Und wenn ihr das nochmal aktiviert und die zwei Striche hier habt, du erhältst alle Benachrichtigungen. Auf dem Handy ist es aber deutlicher zu sehen, welche Unterschiede ich meine. Und zwar sind wir hier jetzt wieder auf dem Handybild. Und hier seht ihr die Glocke, die ist jetzt angewählt und jetzt seht ihr hier drei Optionen. Keine, ist klar, ihr bekommt keine Benachrichtigung. Und bei vielen, die keine Benachrichtigung oder nur gelegentlich eine bekommen, wird das Problem gewesen sein, dass es auf personalisiert steht und nicht auf alle. Personalisiert wurde neu eingeführt, bewusst von YouTube, denn es gab viele YouTube-Abonnenten, denen ging das vielleicht ein bisschen auf den Sack, wenn ihr favorisierter YouTuber jeden Tag vielleicht ein Video oder vielleicht sogar zwei hochgeladen hat. Und irgendwann haben sich manche Leute gedacht, ach, jetzt mache ich die Glocke wieder aus, weil es mir auf den Sack geht. Oder im schlimmsten Fall haben sie ihren favorisierten YouTuber vielleicht sogar deabonniert. Und deswegen gab es jetzt eine Neuerung bei YouTube. Und da muss man das dann umstellen auf alle und dann bekommt man wirklich wieder für alle Videos eine Information. Was ich allerdings scheiße finde, man sollte bei der personalisierten Auswahl vielleicht Livestreams priorisieren. Das würde ich ganz geil finden, weil natürlich muss man nicht bei jedem Video eine Information bekommen, aber ich finde, ein Livestream dazu sollte es nochmal eine Zusatzoption geben, dass man wenigstens bei einem Livestream eine Mitteilung bekommt. Bei einem Livestream nachträglich gucken ist einfach langweilig. Du kannst mit deinem YouTuber nicht mehr im Live-Chat interagieren und deswegen ist das ziemlich scheiße. Wie gesagt, es hat sich YouTube was bei dieser Änderung gedacht, damit viele Abonnenten von irgendwelchen YouTubern nicht abspringen, weil sie sich genervt fühlen, weil sie jeden Tag von ihrem Handy irgendwelche Informationen bekommen, die einen vielleicht irgendwann nerven. Das ist jetzt vielleicht nicht die gesamte Problematik der letzten Monate gewesen. Also die letzten Monate sahen wirklich so aus, dass man irgendwann keine Information mehr bekommen hatte, aber das wurde jetzt zusätzlich eingeführt und bei euch könnte es wirklich die Lösung sein, damit ihr in Zukunft wieder alle Probleme bzw. alle Benachrichtigungen bekommt. Das war eigentlich hoffentlich meine Lösung für euch. Würde mich natürlich freuen, wenn das bei euch fruchtet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob die Lösung bei euch funktioniert hat. Bei mir hat es funktioniert, weil ich hatte die Problematik bei anderen YouTubern auch und viele meiner Abonnenten konnten das bestätigen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein bisschen was in den Kommentaren hinterlasst, ob es funktioniert hat. Lasst gerne einen Daumen für das Video da. Ein Abo, wenn euch dieser Kanal gefällt. Vielleicht steht da auf Gaming sowas wie Apex Legends oder Final Fantasy 7, den Remake, The Last of Us 2, was noch alles kommen wird. Da wird es auf jeden Fall sehr viel von mir geben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.